Ich bin die Andrea vom Nature Trails Team. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, euch eine Homepage samt Shop zu kreieren, wo ihr nur Futter und Equipment findet, welches ihr getrost füttern bzw. benutzen könnt. Bei uns gibt es nichts auf dem Shop, was wir nicht selber benutzen würden oder selber auch schon seit Jahren in der Hundesport- und Hundeernährung selber nutzen. Heute geht es um ein Thema, welches wir definitiv sehr gut kennen, weil wir das jahrelang als Hauptjob gemacht haben. Und zwar geht es um das Dog-Tracking. Das ist im Endeffekt sowas wie Carnicross, nur ohne Rennen. Also das heißt, Carnicross kennen bestimmt einige von euch. Das sieht fast genauso aus, man rennt mit seinem Hund durch die Gegend, während der Hund ziehen darf. Beim Dog-Tracking geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern es ist im Endeffekt für die Leute, die nicht so gerne schnell rennen und nicht so gerne joggen, sondern eher entspannter laufen. Wir haben Husky-Wanderung, was im Endeffekt sowas wie Dog-Tracking ist, jahrelang angeboten. Das war unser Job und damit haben wir unseren Lebensunterhalt verdient. Und daher kennen wir das Equipment, was dazu notwendig ist, ganz gut. Aber ganz kurz noch zu dem Sport allgemein. Beim Dog-Tracking ist es im Endeffekt wichtig, dass ihr Spaß habt, dass der Hund Spaß habt und dass ihr zusammen unterwegs seid. Das ist eigentlich das Hauptargument, was fürs Dog-Tracking spricht. Es macht einfach Spaß, es ist menschen- und hundefreundlich sozusagen und kann euch als Team um einiges mehr zusammenschweißen. Wo kommt das Dog-Tracking her? Das ist ganz interessant. Das wissen die wenigsten, aber die Tschechen, die haben schon immer sehr viel mit Zughundesport zu tun gehabt. Damals waren die auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie sie ihren Hund ein bisschen auslasten im Sommer, wenn es jetzt da ein bisschen weniger mit Gespannarbeit möglich ist tagsüber. Und so haben sie das Dog-Tracking erfunden. Deswegen kommt auch sehr viel gutes Equipment aus der Tschechei und die haben dort einfach sehr, sehr viel von Dog-Scooter über Leinen, über irgendwelche Gurte und auch Hundegeschirre, die wirklich sehr, sehr gut sind von der Qualität her. Da empfehlen wir auch ziemlich viel weiter, weil wir davon auch einfach sehr überzeugt sind. Das Schöne ist am Dog-Tracking, man kann im Endeffekt mit seinem Hund die Natur genießen. Beim Carnicross kann man das zwar auch, aber man ist halt doch immer so ein bisschen auf Schnelligkeit unterwegs und da kann man nicht ganz so viel drumherum gucken und so die Landschaft ein bisschen auf sich wirken lassen. Das ist das Schöne beim Dog-Tracking, da ist es um einiges mehr möglich. Und man erkundet im Endeffekt mit seinem Hund die Natur, egal wie lang die Wandertouren sind. Also viele sagen ja, das Wort Tracking kommt ja von Mehrtagestouren oder sehr langen Strecken. Aber im Endeffekt könnt ihr das so handhaben, wie ihr das wollt. Keiner gibt euch das vor, wie ihr das definieren müsst. Ob ihr jetzt 2 Stunden Tracking macht oder mehrere Tage, ist eigentlich völlig wurscht. Wir hatten ganz verschiedene Touren angeboten, von einstündigen Husky-Wanderungen, Dog-Tracking, bis Ganztagestouren. Also da ist eure Fantasie freien Lauf gelassen. Ihr passt das einfach an euch und die Ausdauer eures Hundes an. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wenn wir mal ein Video dazu machen sollen, was ist zu beachten beim Dog-Tracking, sagt Bescheid. Heute geht es mir erstmal nur um die Ausrüstung, weil da öfters mal Fragen kommen, was ich da empfehlen kann. Deswegen kommen wir dazu heute ein bisschen genauer. Wie gesagt, es ist völlig wurscht, wie lange ihr unterwegs seid. Meistens, der arme Check, der wird vorher zugebuddelt. Meistens kommt die Lust am Wandern und an langen Strecken automatisch nach und nach, weil wenn ihr immer mehr unterwegs seid, werdet ihr fitter, euer Hund wird fitter und irgendwann seid ihr voll die Dog-Tracking-Leute. Was benötigt man zum Dog-Tracking? Ist es eigentlich nicht viel, eigentlich nur 3 Sachen, die ihr wirklich braucht, jetzt als Equipment-mäßig, was ihr definitiv vielleicht zukaufen müsstet. Und zwar bitte kein Halsband benutzen und auch kein Führgeschirr, sondern ein Zuggeschirr für einen Hund, weil der wird euch ziehen. Wenn er gerne zieht, stärker, wenn er nicht so gerne zieht, vielleicht ein bisschen schwacher. Wir laufen auch meistens mit den Zuggeschirren spazieren. Ich habe jetzt gerade die Bonnie hier dran, aber ihr seht es auch bei den anderen. Das sind unsere Zuggeschirre, darüber haben wir schon mal ein paar Videos gemacht, die verlinke ich euch irgendwo in der Ecke. Da. Irgendwo. Da könnt ihr einfach mal schauen, was ist wichtig beim Zuggeschirr, wie sehe ich, ob das gut passt und für meinen Hund super liegt. Das ist das Wichtigste, dass euer Hund beim Ziehen keine körperlichen Schäden hat. Das ist super wichtig. Dann an der Bonnie dran, seht ihr, haben wir eine Leine. Das ist eine Ruckdämpferleine. Das ist auch sehr wichtig, weil, da seht ihr den Gummizug, wenn der Hund mal einfach so ein bisschen schneller anzieht oder ruckartiger, ist es sowohl für den Rücken eures Hundes als auch für eure Hüfte um einiges entspannter, wenn es nochmal so einen kurzen, schönen Gummizug drin hat, dass es einfach nicht so ruckt, sondern so ein bisschen weicher ist. Also das ist super wichtig, finde ich. Jedenfalls gibt es ja auch in anderen Ausführungen, das ist ziemlich egal. Wir haben mit den Leinen super, super, super lange die Wanderung angeboten. Teilweise sind die Leinen über 10 Jahre alt und jeden Tag stundenlang in Gebrauch gewesen und die halten immer noch. Also das ist eine Leine, die hat man auch schon seit Ewigkeiten. Ist ziemlich einfach strukturiert, die gehen sehr selten kaputt. Lasst euren Hund nur einfach bitte nicht dran kauen, das ist wichtig. Bei uns sind auch Leinen keine Spielsachen, deswegen halten die bei uns auch sehr lange. Genau, und
Zu guter Letzt, das dritte, was sehr wichtig ist, ist für euch einen bequemen Hüftgurt. Wir verlinken euch all das Equipment in der Videobeschreibung. Das findet ihr auch nochmal in unserem Shop. Wenn ihr darüber bestellt, freuen wir uns natürlich total, weil ihr damit unsere Arbeit unterstützt. Und wir betreiben jetzt kein Price-Dumping. Also wir versuchen das nie so günstig wie möglich anzubieten, um damit irgendwie andere Konkurrenten auszustechen. Sowas finden wir einfach menschlich nicht so okay. Deswegen gibt es das bei uns zum ganz normalen Preis, der auch fair ist. Aber jetzt zum dritten, dieser Hüftgurt. Die gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Es gibt den in Special Special mit sogar Flaschenhalter und so weiter und so fort. Es gibt den ganz einfach. Ich habe jetzt einfach mal so eine mittlere Variante gerade an. Ich finde es super mit den Beinschlaufen. Manche mögen Beinschlaufen nicht. Es gibt auch Running Belts ohne Beinschlaufen. Die Beinschlaufen sind einfach dafür da, dass der nicht weiter höher rutscht. Einfach dort bleibt, wo ihr den einstellt. Ich finde das sehr, sehr bequem. Mich stören die auch überhaupt nicht. Man kann sich auch die Bändel, wenn man die nicht mag, einfach ein bisschen hochbinden. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Manchmal hängen die hier dran, manchmal da dran. Was ich an dem Gurt sehr gut finde, hier ist auch nochmal ein kleiner Ruckdämpfer drin. Das heißt, einmal habe ich eine Leine und einmal hier noch einmal diesen Gummizug. Finde ich doppelt bequem. Ich mag auch diese breiten Gurte, weil die einfach, finde ich, sehr, sehr bequem auf der Hüfte sitzen. Man hat manchmal noch Taschen hinten drin. Also hier habe ich auch zwei Taschen, wo man nochmal was reintun kann. Es gibt Gurte, die haben noch solche kleinen Karabiner an der Seite. Da kann man dann auch nochmal was dranhängen, wie man das möchte. Wie gesagt, verschiedene Ausführungen, auch verschiedene Größen. Es gibt M, L, XL. Da ist eigentlich für alle was dabei. Ich glaube, bis 110 bis 130 cm Hüftumfang gehen die gut. Und danach wird es ein bisschen schwierig. Im Endeffekt habt ihr damit die Hände frei. Also könnt ihr durch den Wald gehen. Und habt nicht diese Beschränkung, dass ihr immer eine Leine in der Hand haben müsst. Manche empfehlen diese Panik-Snaps hier dazwischen. Haben wir nicht. Wir haben, wie ihr das hier seht, die Leine einfach direkt reingeschlauft. Ist nicht weiter kompliziert. Dann nehmt ihr einfach die Leine einmal rum. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Einen Moment. Kiko, hör mal auf, die Bonnie anzuklotzen. Und zwar... Jetzt mache ich das erstmal aus. Ja. Tada. Ihr nehmt euch einfach die Leine. Die hat eine ganz normale Schlaufe. Steckt die da rein. So rein. Schwuppdiwupp. Und dann habt ihr sie schon fest. Vorteil ist, euer Hund kann einfach nicht weg. Dieser Karabiner, dieser Panik-Snap, der hier manchmal empfohlen wird, der geht nicht aus Versehen auf und euer Hund rennt weg. Das wäre nämlich ungünstig, finde ich in vielen Situationen. Deswegen haben wir es einfach fest drin und fertig. Weil manchmal ist es so, wenn man so ein bisschen drin rumspielt oder sowas, dann löst sich auf einmal der Panik-Snap und euer Hund ist weg. Wie gesagt, ist ungünstig, machen wir nicht. Diese drei Dinge braucht ihr. Hundegeschirr, Ruckdämpferleine, Bauchgurt oder Hüftgurt, wie man das auch immer nennt. Bitte spart da nicht dran und guckt irgendwie bei Amazon, da gibt es das irgendwie 30 Euro günstiger oder sowas und irgendwo aus weit, weit östlich hinweg. Wie gesagt, diese Ausrüstung, so wie sie jetzt hier ist, die ist schon uralt. Sowohl die Geschirre beim Hund, als auch die Leine, als auch der Bauchgurt. Wir schwören da drauf, es hält ewig. Also auch unser Conan, der ist 16 geworden, der hatte sein Geschirr, seit er 4 Jahre alt war. Das hat also 12 Jahre super gehalten unter extremsten Bedingungen. Wie gesagt, wir haben die Geschirre beim Training an, also beim Gespanntraining, da sind wir stundenlang unterwegs. Bei den Husky-Wanderungen waren wir stundenlang unterwegs und die Dinger halten immer noch. Also da lieber einmal ein bisschen mehr zahlen, vielleicht im Vergleich zu anderen Sachen, als ganz oft günstig kaufen und eventuell eure oder die Gesundheit eures Hundes aufs Spiel setzen. Von daher, es ist wirklich gute Qualität, kann mir nur empfehlen. Wenn es Fragen gibt zum Dog-Tracking, zum Equipment, sagt uns Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr sagt, hey, ich würde gerne mal ein Video mehr dazu erfahren, dann schreibt es auch dazu. Dann machen wir gerne mal ein Video für euch, was dieses Thema anbelangt. Ansonsten wünschen wir euch extrem viel Spaß mit eurem Hund. Ich finde, Dog-Tracking ist eine coole Sache, egal ob quer durch den Busch oder ein bisschen auf den Wegen bleiben. Macht einfach voll Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, Bonnie.